Willkommen zurück. Road to Celebi, Kapitel 3 von 8 wird geschrieben. Es geht ab, es geht los, es geht weiter. Und was haben wir? Ein Semmelmehl gehabt in der letzten Folge. Dass das letzte Pokémon, was für die Quest gefehlt hat, ein Shiny Hunduster war. Da bin ich extra um 0 Uhr raus. Es hat gebimmelt, die Glocken haben geläutet. Ich drück das erste Pokémon an und es ist ein Shiny Hunduster. Also... ja, ach ich Idiot, ich rede die ganze Zeit und habe die App noch nicht mal auf. Großartig, Eiverscharf, ich bin mir sicher, dass wir diesem mysteriösen Pokémon auf der Spur sind. Vielleicht hilft es, wenn wir ein paar Eier ausbrüten, damit es mehr Freunde hat. Was? Oh, vielleicht kannst du den Sonnenstein, den du verdient hast, zum Einsatz bringen. Bitte tu folgendes, erreiche Level 25, benutze einen Sonnenstein, um Duflor oder Sonnenkern zu entwickeln, brüte 9 Eier aus. So, Level 25 haben wir schon erreicht, wie gesagt, benutze einen Sonnenstein, um Duflor oder Sonnenkern zu entwickeln. Oh, da sitzt noch ein Hunduster. Leider nur ein normales, aber wir werden gleich mal den Sonnenstein einsetzen, wenn wir überhaupt noch einen haben. Ich weiß nicht, was ist besser? Duflor entwickeln oder lieber doch Sonnenkern entwickeln. Aber ich glaube, das mit dem Duflor, das ist noch mal eine andere Aufgabe, dass man Blubella entwickelt. Jetzt wieder gespoilert, ne? Aber deswegen werden wir uns das ganz einfach machen. Ah, das Natu möchte ich auch noch mitnehmen. Gibt's ja auch als Shiny, ist aber leider keins. Ach komm, wir nehmen es danach mit. Wir gehen jetzt erst noch mal hier schön rein. Suchen uns mal ein Sonnenkern. Dann nehmen wir mal das höchste, nehmen wir das und entwickeln das einfach zu Sonnenflora. Dann haben wir wieder einen Teil von der Aufgabe geschafft. Haben auch gleichzeitig von der normalen Feldforschung noch einen Schritt weiter, wo wir einen Tanzer bekommen können natürlich. Das GBS ist auch wieder nicht vorhanden. Wie immer, natürlich. Alles Tradition. So, haben wir also einen Sonnenflora entwickelt. Wunderbar. Wir sehen, zweite Aufgabe auch fertig. Bleibt nur noch, brüte 9 Eier aus. Und da haben wir was vorbereitet oder haben wir auch nicht. Wir gehen mal hier rein. Wir haben da nämlich lauter 10 Kilometer Eier. So, alle Eier sind im Kasten. Da heißt es morgen also 6,7 Kilometer laufen und zeigen, was in den Eiern drin ist, was da Schönes schlüpft. Natürlich Sternenstück nicht vergessen, wenn die aufgehen und würde ich sagen, sehen wir uns dann später wieder, wenn die Eier aufgehen. Bis dahin. Nein, stopp! Wir fangen das Natu noch, das entkommt uns nicht. Aber beim zweiten Anklicken ist es leider auch kein Shiny geworden. Geht ja auch nicht, wäre auch komisch, sonst würde man so lange immer auf das Pokémon klicken und dann wieder rausgehen, bis es sich verändert. Bäm, gefangen, ohne GPS, wie auch immer. Wir holen erstmal den Forschungsdurchbruch ab, sonst können wir nämlich das Tanzer nicht abholen. Also drücken wir hier oben und holen uns ein weiteres Raikou ab. Bam. Begegnung beginnen. 1390, die werden immer schlechter. Wir probieren das Ganze mal mit einem Superball. Bären wollen wir sparen, die goldenen braucht man noch, die gelben braucht man sicherlich auch noch, glaube ich mal. Also hauen wir einfach mal so drauf. Und das GPS ist auch wieder, spielt verrückt. Zweimal einfach fabelhaft. Sehr schön, jetzt muss es nur noch drin bleiben. Bäm, zweiter Ball drin, perfekt. Ein weiteres Raikou, was man eigentlich gleich verschicken könnte, weil es ja wirklich nicht der Burner ist. So, da sind wir wieder. Da ist auch der dicke Ispo am Start jetzt. Wir laufen ein bisschen rum. Ich bin jetzt nach Stuttgart gefahren. Wo genau, kann ich nicht sagen. Ich bin schwärzer als die Nacht. Was geht ab? Ah, ich bin gar nicht im Pokémon drin. Cool. So, jetzt seht ihr auch den Bildschirm natürlich. Ich bin zum dicken Ispo gefahren. Wir wollen die Nacht zum Tag machen. Und es ist natürlich immer noch die Aufgabe dabei. Brüte 9 Eier aus. Brüte 9 Eier aus. Da waren nämlich gerade Autos. Ja, wie ihr seht, 5,6 von 6,7. Wir müssen also noch ein paar Kilometer laufen. Also einen Kilometer. Und deswegen laufen wir gerade zur Pizzeria und gönnen uns abends noch einen schönen Alter, Snack. Alter, hier sind 7 Stück aufgedacht. 7 Stück was? Woo! Was geht ab? Vielleicht ist ja auch, vor allem,
überall hier sitzen Pandimos. Vorhin 4 Stück nebeneinander, nacheinander, überall hin und her. Auf jeden Fall auf dem Weg zur Pizzeria, ein paar Kilometer laufen, die Eier ausbrüten. Und ja, bis wir da sind, ist die Pizzeria schon zu, weil wenn wir uns rumknören, dann ist auf jeden Fall die Aufgabe auch fertig mit den Eierbrüten und dann geht's weiter mit dem nächsten Kapitel. Aber wir melden uns zurück. Man sieht mich nicht mehr. Wir melden uns zurück, wenn die Eier schlüpfen. 21 Grad bewölkt. Hui. So, wir sind zurück. Wir waren jetzt schön fein essen, schön fein essen. Wir haben noch 300 Meter bei den Eiern, die wir jetzt natürlich noch erlaufen werden, mitten in der Nacht, sturzbesoffen. Nein, ich habe nur 20 Bier getrunken, das ist eigentlich nicht viel. Das gehört zum Alltag dazu, eines MC-Ramses. Ja, nee, ich habe eine lange Fahrt hinter mir, bin schon seit 5 wach, habe gestern noch Video geschnitten, hat 4 Stunden Schlaf. Dann nach Suhl, dann nach Schule, dann nach Scheiße, dann nach das und hier und jenes. So ging das den ganzen Tag und überhaupt. Und jetzt ist man endlich angekommen und dann gab es ein Bier. Das knallt natürlich dann übelst rein, wenn man den ganzen Tag noch nichts gegessen hat. Dann gab es das zweite Bier. Das dritte jetzt bald. Jetzt gab es das dritte Bier und so weiter. Jetzt geht's erst los. Ah. So, ihr seht, es wird immer schön dunkel. Dann wird's wieder hell. Dann wird's wieder dunkel. Und, jetzt und wieder hell. Hoch. Und wenn die Eier schlüpfen, bleiben wir extra unter der Straßenlaterne stehen. Damit ihr mich seht, wie die Eier aufgehen und ich gucken kann, was drin ist. Wow! Und wir sind zurück. Denn die 10 Eier sind fertig, schlüpfen, okay. Ihr könnt das hier sehen, das okay. Ist scheiße, und ich habe genau das Sternstück vergessen, ich wollte extra das Sternstück reinmachen. Oh, mach dein Handy aus. 2800 Sternstaub, ein Scharnierer, mal kurz durchschauen. Toll, warum sagst du nicht, dass es schon losgeht? Zweiter Satz, verkackt. Nein, mach das ein Stück rein. Du kannst das zwischendurch nicht mehr reinmachen. Nee, nochmal aus, nochmal neu. Geht nicht. Oh. Dann ist das weg. Voldilam. Mit 3200 Sternstaub. Auch nur zweiter Satz. Schade. Was haben wir noch? Oh, das Zweier-Ei ist auch dabei. Das darf man natürlich nicht vergessen. Last but not least. But noch nicht mal last. Geht ne? Zu, so eine Scheiße. Vielleicht ist es ja ein Shiny. Nee, ist es nicht. Dann gibt auch nur 600 noch was. Und wieder zweiter Satz. Die wollen mich nämlich komplett verarschen heute. Okay. 10 Kilometer, oh. Ich will noch ein Lapita haben, mein 100er. Voldilam. Die sitzen eh schon den ganzen Tag überall rum. Sind die Scheiße. 2600 Sternstaub. Verteidigung wirklich hoch. Da ist mal der erste Satz geht's und dann ist der zweite Satz in der Bewertung. 10 Kilometer. Barsch war. Ja, vielleicht hat das ja gute IV wenigstens, 120. Mhm, Angriff. Angriff auf 15, also eigentlich auch Schwachsinn. Oh, 10 Kilometer, oh. Wir haben nämlich schon einen 98er Barschwar, deswegen brauchen wir den. Oh, Barschwar nochmal. Sind wir scheiße, ey. 3200 und zweiter Satz. Wieso das denn? Aber da ist noch eins da, eins geht noch. Grattini! Ein seltener Gastgeber, Komparse mit 3200. Bester Satz, KP auf 15. Gut, ich hätte gedacht, da kommen noch zwei andere hinterher. Aber wir haben noch ein 10er Ei natürlich. Das hört nicht auf. Oh, noch ein 10er. Lavita! Und die ganze Zeit habe ich drauf gewartet. Und da ist es mit 506. Kannst mit allen aufnehmen. Angriff beste, Verteidigung. Aber zweiter Satz. Verdammt, das hätte ja klappen können. Und wir haben noch ein 10er Ei. Noch ein 10er Ei. Oh. Wieder Barschwar. Zum dritten Mal jetzt aber. 111. Das ist ja noch schlechter als. Nee, ist es gar nicht. Hat den besten Satz.
Verteidigung 15. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Trotzdem schlecht. Und das war's auch. Die ganzen Eier sind geschlüpft. Ihr seht es hier. Die Aufgaben alle erfüllt. Da können wir jetzt hier draufklicken natürlich. 1, 2, 3. Unten die Belohnung abholen. Bam, ein Kingstein, ein Premium Raid Pass und ein Pokémon erscheint. Es ist natürlich ein Evoli. Das nehmen wir jetzt mit. Ich hoffe eigentlich, dass es ein gutes ist, aber es scheint kein gutes zu sein. Wahrscheinlich gibt es gar keine guten mehr. Ich setze mich mal kurz hier runter. Mir tut nämlich so der Arm weh. Ja, dann muss ich das auf die andere Seite machen, wenn du da jetzt rumkasperst. Kannst mit allen aufnehmen. Angriff, Verteidigung, wirklich hoch. Also, das war's also mit Kapitel 3 von 8. Und es geht weiter mit Kapitel 4 von 8. Aber das seht ihr dann morgen. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.